Hallo! Hallo! Hallo bitte! Hallo, entschuldigen Sie bitte, ich bin hier gerade mit der Straßenbahn vorbeigefahren und habe den Herrn gesehen, der aus diesem Wagen ausgestiegen ist. Es ist ein alter Freund von mir. Direktor Paddenberg? Paddenberg? Nein, ich meine den Herrn, der gerade aus diesem Wagen ausgestiegen ist. Goldinger, Alfons Goldinger. Sie irren sich, das war Direktor Paddenberg. Paddenberg? Verzeihen Sie bitte, ich möchte, kann ich Herrn Goldinger sprechen? Wer wohnt der Herr hier? Ich weiß nicht, ich habe gesehen, wie er mit dem Wagen angekommen ist und hier hereingegangen. Goldinger? Nein, ein Herr Goldinger wohnt nicht hier. Und ein Herr Paddenberg? Der Direktor Paddenberg? Ja, kann ich ihn sprechen? Ich bin ein alter Freund von ihm. Ja, das wird kaum möglich sein, der Empfang muss jede Minute beginnen. Empfang? Beim Industrieverband. Ein Essen schließt sich an, das kann sehr lange dauern. Vielen Dank. Wie komme ich dann noch bitte ins Theater? Am besten. Wie heißt der Herr, bitte? Schreiben Sie Paddenberg drauf. Ah, Herr Direktor Paddenberg. Darf man hier rauchen? Selbstverständlich. Der kommt sofort. Ja, also doch, ich wusste es doch. Goldinger. Ich war schon fast im Zweifel. Ich habe dich von der Straßenbahn aus gesehen und im Vorbeifahren und wusste sofort, das ist Goldinger. Verzeihen Sie, ich verstehe nicht. Du kennst mich nicht mehr? Hofer. Oh, Robert Hofer. Bad Aibling, 46. 46? Das ist lange her. Ich hatte immer ein gutes Gedächtnis. Deswegen habe ich dich gleich wiedererkannt. Im Vorbeifahren. Obwohl es so viele Jahre her ist. Entschuldige. Bad Aibling, 46. Robert Hofer? Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt weiß ich es. Ja, natürlich. Hofer. Robert Hofer. Im Vorbeifahren hast du mich gesehen. Ja, ich war in der Straßenbahn und sah dich ganz zufällig, wie du vor dem Hotel aus dem Auto gestiegen bist. Du, auf der Tafel stand Paddenberg. Ja, weil der Portier, der den Wagen wegfuhr, den habe ich gefragt, wer war denn der Herr, der gerade ausgestiegen ist? Da hat er gesagt, Direktor Paddenberg. Hast du den Namen Goldinger erwähnt? Ja, aber nur beiläufig, ganz beiläufig. Ich störe dich jetzt sicher. Nein. Ich muss da nicht unbedingt dabei sein. Ich kann da ohne weiteres. Hast du denn Zeit? Sicher. Ich habe Zeit. Ich habe nichts so Wichtiges vor. Und wo wolltest du hin? Hast du eine Verabredung? Nein, gar nicht. Ich habe absolut Zeit. Absolut. Nichts ist wichtiger für mich, als dich wiedergefunden zu haben. Na gut, dann folgendes. Ich hole jetzt meinen Wagen. Du gehst raus und gehst die Straße rechts herunter bis zur Oper. Und da wartest du auf mich. Ist gut, mach ich. Ja, du musst aber schnell einsteigen. Da ist, glaube ich, Halteverbot. In Ordnung. Warte ich an der Oper. Ich komme gleich. Kann man hier telefonieren? Ja, bitte. Entschuldige, Irina, aber ich habe ganz zufällig einen alten Freund getroffen. Goldinger. Habe ich dir doch mal erzählt? Ja, dieser Goldinger. Ich sah ihn von der Straßenbahn aus. Ja, Bad Aibling. Du, und stell dir vor... Wieso denn Paddenberg?
So? Aber mach nicht zu lange. Das Essen ist gleich fertig. Hm? Entschuldige, darf man rauchen bei dir im Wagen? Ja, natürlich. Hier ist der Aschenbecher. Danke. Aber wenn es dich stört? Nein, es stört mich nicht. Du verzichtest auf einen Empfang beim Industrieverband? Nicht so wichtig. Du hättest mir auch einen anderen Zeitpunkt nennen können. Ich habe ja Zeit. Ja, was machst du? Was arbeitest du? Was für einen Beruf hattest du noch damals? Warst du nicht Maler oder sowas? Ja, Grafiker. Dass du das noch weißt. Aber heute mache ich eigentlich mehr. Ich bemale Bauernschränke. Du bemalst was? Ja, Bauernschränke. Es ist so, ich arbeite im Kaufhaus und bemale die Schränke von Kunden. Die sehen zu. Das ist eine richtige Attraktion. Weißt du. Ich habe mir die Originalmuster besorgt. Ich bin wochenlang in den Gebirgsdellern rumgelaufen und habe mir die Schränke angesehen. Und die Muster abgezeichnet. Es sind ganz, ganz wunderbare Muster. Es sind richtige Kunstwerke dabei. Dir geht es wohl sehr gut. Ja, mir geht es gut. Stört dich das Rauchen wirklich nicht? Nein, ich sag dir doch nein. Wieso eigentlich Pattenberg und nicht Goldinger? Ich hieß immer Pattenberg, Oswald Pattenberg. Und Goldinger? Ich hatte damals im Lager ein falsches Soldbuch. Das Soldbuch von einem Toten. Ja, geschlossen. Ja, ab 11. März, jeden Montag Ruhetag. Steht da. Du sag mal, als ich damals im Lager über den Zaun ging, dieser Ami, was ist mit dem Mann passiert? Ja, der ist tot. Tot? Ja, sie haben ihn am Morgen gefunden, bewusstlos. Aber er ist nicht mehr aufgewacht. Sie haben dich gesucht. Das heißt, Golding haben die gesucht. Wegen Mord. Wegen was? Wegen Mord? Ja. Sie haben doch jahrelang nach dir gesucht, wegen Mord. Hast du eine Zigarette für mich? Ja, ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es deine Marke ist. Danke. Du bist wahrscheinlich im Ausland untergetaucht. Aber. Ja, ja. Ja, Geld hattest du ja genug. Südamerika? Ja, zuerst, ja. Du sag mal. Ja, Alfons? Du hast ja wirklich ein sehr gutes Gedächtnis. Nach so vielen Jahren erkennst du mich wieder? Noch dazu im Vorbeifahren? Warst du allein in der Straßenbahn? War jemand bei dir? Nein, niemand. Ich war alleine. So ein Zufall, dich wiederzufinden. Jetzt wirst du mich so schnell nicht wieder los. Ja, also was machen wir jetzt? Wohin fahren wir? Für mich ist das Gleiche. Ich sag dir ja, ich habe Zeit. Du bemalst heute keine Bauernschränke. Nein, ich habe da keine festen Stunden. Ich komme und gehe, wann ich will. Die Freiheit des Künstlers, was? Ich weiß jetzt auch, wo wir hinfahren. Ich kenne ein kleines Gasthaus im Forstenrieder Park. Es wird dir gefallen. Ist was, Alfons? Ich denke nach. Die ganze Zeit über denke ich nach. Wenn da irgendetwas rauskäme jetzt, das wäre eine fürchterliche Sache für mich. Aber wie soll da was rauskommen, solange wie das hier ist? Wie viel kostet dein Schweigen? Wie viel? Ja. Oder dass du alles vergisst?
Und damals haben Sie mich ausgequetscht, wie eine Zitrone. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe immer gedacht, vielleicht triffst du ihn wieder irgendwann. Warum soll ich jetzt alles vergessen? Ich wäre erledigt. Aber von mir erfährt doch kein Mensch was. Ja, total erledigt. Alfons, du hast doch nicht etwa Angst vor mir? Brauche ich nicht. Hier schon zigmal gewesen und finde die Abzweigung immer noch nicht. Da vorne muss irgendwo ein Schild sein. Da vorne an einem Baum. Schau's mal nach. Ja, natürlich. Da steht nur Waldpfad drauf. Guten Abend. Guten Abend. Frau Hofer, ja? Ja. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ist etwas passiert? Dürfen wir? Ja, bitte. Na komm. Das ist doch Ihr Mann, Frau Hofer. Ja, Sie haben seine Papiere. Was ist mit ihm? Er wurde heute gegen Abend im Forstenrieder Park gefunden. Im Forstenrieder Park? Er wurde erschossen. Erschossen? Herzschuss. Er ist sofort tot gewesen. Entschuldigen Sie. Wann ist das passiert? Heute Mittag gegen 1-2 Uhr. Er ist nicht zum Essen nach Hause gekommen. Wer hat ihn erschossen? Tja, wir wissen es noch nicht. Ihr Mann ist erst heute Abend gefunden worden, um 7. Im Forstenrieder Park, sagen Sie, wie ist er gekommen? Haben Sie einen Wagen? Nein. Sie sagten, er ist nicht zum Essen gekommen? Von wo? Wo ist er gewesen? Er arbeitet in einem Kaufhaus. Er bemalt dort Bauernschränke. Er rief mich von dort an und sagte, ich fahre jetzt los. Aber er kam nicht. Er hat auch nicht später angerufen und gesagt, etwa, mir ist was dazwischen gekommen, ich komme nicht oder ich komme später. Ich meine, haben Sie keine Erklärung dafür, dass er nicht gekommen ist? Erklärung? Nein, ich habe keine. Nein? Nein. Frau Hofer, es ist jetzt 9 Uhr abends. Wann hat Ihr Mann angerufen und gesagt, dass er kommt? Kurz nach 12. Kurz nach 12, also ruft er an und sagt, dass er auf dem Weg ist und kommt nicht. Bis abends kommt er nicht. Haben Sie sich denn keine Sorgen gemacht? Nein. Wissen Sie, mein Mann ist ein Künstler. Kein großer, bei Gott kein großer. Aber man muss ja kein großer Künstler sein, um sich wie ein Künstler zu benehmen. Ich meine, er war nicht sehr zuverlässig. Er war ein Mann, dem es leicht fiel, Entschlüsse zu fassen und sie sofort wieder zu vergessen, von einer Sekunde zur anderen. Ich habe gedacht, irgendetwas ist ihm dazwischen gekommen. Und wie ein Hund hat er die Richtung verändert. Hatte Ihr Mann Feinde, Frau Hofer? Nein.
war doch kein Mann, um Feinde zu haben. Das war ein Mann, der Tag und Nacht darüber nachdachte, wie er es den anderen Menschen recht machen könne. Oh. Er eignete sich nicht für Feindschaften. Er hatte sie gegen niemand und niemand hatte sie gegen ihn. Ich meine, er war es für niemanden wert, Feind zu sein. Dann hat er wohl viele Freunde. Er tat niemandem weh. Solche Menschen haben überall Freunde, wenn man das Freunde nennen will. Na ja, ich verstehe. Sind Sie berufstätig, Frau Hofer? Ich bin Sekretärin in einer Kartonagenfabrik. Ich war heute Mittag zu Hause, weil ich zum Arzt musste. Nachmittags waren Sie wo? In meiner Firma. Um 13:30 war ich wieder dort, zum gleichen Zeitpunkt, als ich im Forstenrieder Park. Es war doch zwischen 13:00 und 14:00. Ja, ungefähr. Das wird meine Schwiegermutter sein. Wohnt sie hier? Nein, aber sie geht hier aus und ein. Stecken lassen. Soll es nicht reinkommen? Es war ein Versehen, dass er steckt. Versehen? Ich hatte dich gebeten, den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Du hast Besuch. Aha. Verstehe. Es ist Polizei, Mama. Polizei? Wieso denn Polizei? Robert ist gefunden worden im Forstenrieder Park. Er ist tot. Er ist erschossen worden. Robert ist... Er ist ermordet worden, Mama. Er ist tot. Schrei nur, Mama, schrei nur. Aber es nützt nichts. Er ist tot. Sie hat ihn auf dem Gewissen. Sie hat ihn umgebracht. Wenn er tot ist, dann war sie es, die ihn umgebracht hat. Sie war es, diese Frau. Warum gerne sie? Sie hasste ihn. Sie hat ihn gehasst. Das war eine schreckliche Ehe. Kommen Sie, wir bringen sie nach Hause. Sie war es. Ja, hallo? Oswald? Hallo. Telefon für dich. Was, Telefon? So spät noch? Ja, bitte. Spreche ich mit Herrn Goldinger? Wie? Hallo. Ja, melden Sie sich doch. Hallo. Was ist denn, Oswald? Wer war diese Frau? Ich weiß es nicht. Sie hat ihren Namen nicht gesagt. Was wollte sie denn? Sie hat offenbar falsch gewählt. Ja, natürlich falsch gewählt. Du bist ganz blass, Oswald. Wie? Ja. Ach, Unsinn. Eindruck auf dich gemacht, was? Ja. Aber am Boden zerstört war sie nicht. Nee, macht da keinen Fehler. Trauer. Trauer kann man nicht an Äußerlichkeiten messen. Ja, ja. Ich finde sie auch sehr interessant. Gute Ehe scheint sie ja nicht geführt zu haben. Und wenn man ihrer Schwiegermutter glaubt, sogar eine ziemlich schreckliche. Ja, bitte, bitte. Halten meist nicht viel von den Frauen ihrer Söhne, aber es kann natürlich sein, dass dein Weg ist. Ja, vielleicht hat sie ihn erschießen lassen. Also, um loszuwerden? Ach. So wie sie uns ihren Mann beschrieben hat, da brauchte sie doch nur einfach wegzugehen. Sie brauchte ihn nur einfach stehen zu lassen. Kein Motiv, das sichtbar ist. Mann, harmloser Mann, der keine Feinde hat. Mann, der Bauernschränke bemalt, wird im Wald erschossen. Ein Gespräch für Sie, Herr Direktor, eine Dame. Sie wollte ihren Namen nicht nennen. Sie sagte, es sei in einer dringenden Angelegenheit, persönlich. Herr Direktor, soll ich verbinden? Geben Sie mir das Gespräch.
Pattenberg? Hier spricht Irene Hofer, die Frau von Robert Hofer, der Sie, Herr Pattenberg, gestern vor dem Hotel für Jahreszeiten zufällig wieder getroffen hat. Sie ging gerade zu einem Empfang. Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich höre Sie. Hofer, sagen Sie? Sie haben natürlich die Möglichkeit zu leugnen, einen gewissen Hofer zu kennen, aber wenn Sie nachdenken... Was wollen Sie? Ich will... Ich möchte Sie gerne sprechen. Wann? Wo? In einer halben Stunde. Wie erkenne ich Sie? Herr Ehring? Ja? Ich heiße Derek. Wir haben miteinander telefoniert. Können wir irgendwo sprechen? Ja. Ja, bitte. Danke. Naja, ich weiß, ich habe es in der Zeitung gelesen. Ja, hier können wir uns sitzen. Ja, danke. Ich dachte gleich, wenn das mal nicht unser Hofer ist. Aber dann dachte ich, naja, das kann er nicht sein. Der doch nicht. Wer sollte den umbringen? Ja, ja. Gestern Mittag. Wann ging Hofer hier weg? Wir haben gestern Vormittag fast einen ganzen Schrank bemalt. Obwohl es ein schwieriges Muster war. Kein leichtes, wissen Sie? Ja. Ich sag noch, komm, wir machen das Ding fertig. Aber er sagte, ich gehe Mittag nach Hause. Meine Frau war beim Arzt. Es war so um 12:30 Uhr. 12:30 Uhr. Ich sag, na ja, gut, wir gehen sonst zusammen in der Kantine essen. Ging Hofer öfter mittags nach Hause zum Essen? Nein, ich sag doch, sie war zufällig zu Hause, weil sie beim Arzt war, sagte er. Ja gut, sie war also beim Arzt und benutzte die Gelegenheit, ihrem Mann ein Mittagessen zu kochen, was sie sonst nie tut. Wie lange fährt er von hier nach Hause? Wie lange? Ja. Er fährt mit der Straßenbahn, also halbe Stunde braucht er schon. Halbe Stunde, halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Nur um zu Hause zu essen. Gab es für Hofer nicht noch einen anderen Grund, nach Hause zu fahren? Tja, also, wissen Sie, ich sag das sehr ungern. Er sagte nämlich, ich komme nachmittags höchstwahrscheinlich nicht mehr hierher. Warum nicht? Weil er machte da so Andeutungen, seine Frau wollte sich von ihm scheiden lassen. Und gestern... Ja, gestern wollten Sie darüber sprechen. Mhm. Er sagte, ich fahre nicht gerne nach Hause. Warum wollte sich denn Frau Hofer scheiden lassen? Warum? Warum? Wissen Sie, Hofer, der hatte keinen Ehrgeiz. Naja, da sitzen und Bauernschränke bemalen, aber Frauen denken da eben manchmal anders. Die wollen, naja, irgendwie wollen die vorwärts kommen, der Mann, der soll eine Position haben, was darstellen. Das wollte Robert nur gar nicht. Und er wollte sich auch nicht scheiden lassen, oder was? Robert, nee. Auf keinen Fall? Nee. Um die Scheidung zu verhindern, hat er ihr da gedroht, oder? Gedroht, Robert? Sowas gab es bei dem nicht. Der konnte keiner Fliege was zuleide tun. Aber dann hätte sie ihn ja sitzen lassen können, nicht? Tja, das wollte sie wahrscheinlich auch wieder nicht. Die beiden waren irgendwie, war das ein komisches Paar. Also jedenfalls war das mein Eindruck.
Sie sind Herr Pattenberg. Ja. Ich habe mich gefragt, ob ich Sie erkennen würde, wenn Sie hereinkommen. Ich habe Sie sofort erkannt. Ich wusste sofort. Das ist der Mann. Frau Hofer. Ich bin Irene Hofer, ja. Bitte. Darf ich Ihnen Ihren Kaffee bringen, bitte? Mir auch einen Kaffee, bitte. Sofort. Ich bin seit 15 Jahren mit Robert verheiratet. Ab und zu erzählt er mir von dem, was er erlebt hatte. Nicht sehr oft, aber eine Geschichte hat er öfters erzählt. Wie sie beide im Kriegsgefangenenlager in Bad Aibling waren. Er hat sich ihnen angeschlossen. Sie waren sein Freund, sowas wie sein Halt. Aber was erzähle ich Ihnen, das, Sie kennen ihn ja. Er war immer ein Mann ohne Selbstbewusstsein. Sie hatten das, was ihm fehlte. Er bewunderte sie, er liebte sie. Sie haben niemals einen besseren Freund gehabt. Seine Erzählungen haben es mit sich gebracht, dass ich anfing, sie ebenfalls zu bewundern. Einen Kaffee, bitte, so. Ja, danke sehr. Robert sagte, irgendwann höre ich sicher mal wieder was von ihm. Das war sein größter Wunsch. Nun, dieser Wunsch ist ja in Erfüllung gegangen. Erzählen Sie weiter. Sie wollen wissen, was ich weiß. Ich weiß alles, weil er mir alles erzählt hat. Über sich, über Goldinger. Alfons Goldinger. Warum dieser Name? Der Name eines Toten. Ich besaß sein Soldbuch. Und warum haben Sie sich hinter diesem falschen Namen versteckt? Aus Gründen, die jetzt keine Rolle spielen. Politischen Gründen. Sie spielen heute keine Rolle mehr. Aber Sie spielten damals eine Rolle, als Sie sich entschlossen, aus dem Lager zu flüchten. Das ja. Robert musste Ihnen helfen. Robert, der alles tat, was Sie von ihm verlangten, der Ihnen bedingungslos ergeben war. Er wusste nicht, Sie hatten es ihm nicht gesagt, dass dieser Ausbruch, diese Flucht nur dann gelingen konnte, wenn es Ihnen gelang, den Posten zu beseitigen. Der Tod dieses amerikanischen Soldaten war vorgesehen. Immer wenn Robert davon erzählte, bestritt er dies. Er bestritt es leidenschaftlich. Das Ganze sei ein unglücklicher Zufall gewesen. Goldinger ist kein Mörder. Sein Leben lang hat er sich geirrt. Und dass er sich geirrt hat, wird er in den letzten Sekunden seines Lebens begriffen haben. Denn sie haben ihn ja von vorne erschossen. Gestern in der Straßenbahn? Waren Sie bei ihm? Nein. Ich war zu Hause, wartete mit dem Essen auf ihn. Er sah sie vor dem Hotel, suchte sie, fand sie. Und danach telefonierte er mit mir. Ja, vom Hotel aus? Während ich den Wagen holte? Ja. Was Sie nicht wussten, was Sie natürlich nicht wussten. Sie dachten, ich sehe ihn wieder nach so vielen Jahren. Niemand hat es gesehen, niemand weiß es. Ja, Sie fühlten sich in einer Zwangslage. Und diese Zwangslage veranlasste Sie zu handeln. So wie Sie damals gehandelt haben. Es war Ihnen jemand im Weg. Und sie beseitigten ihn. Töteten ihn. Nun sind sie wieder in einer Zwangslage. Vielleicht überlegen sie im Augenblick, wie sie mich beseitigen können. Geben sie diesen Gedanken auf. Ich habe mich heute Morgen zu Hause hingesetzt und einen langen Bericht geschrieben. Über Goldinger. Pattenberg. Es würde mir helfen, Frau Hofer, wenn ich wüsste, was Sie von mir wollen. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich überlege, aber ich weiß es nicht. Sie werden von mir hören. Herr Ober.
Ich möchte meinen Kaffee zahlen. Zwei noch, bitte. Ja. Verzeihen Sie, Sie haben Ihre Tasche vergessen. Mama? Also Sie hatten meine Schlüssel. Aus meiner Handtasche, ich verstehe. Ich muss schon sagen, Sie reagieren sehr schnell. Haben Sie gefunden, was Sie gesucht haben? Nein. Warum haben Sie mir die Tür jetzt geöffnet? Vielleicht hätten Sie noch gefunden, was Sie suchten. Ich will mit Ihnen sprechen. Mich beschäftigt die Frage, warum Sie nicht zur Polizei gehen. Man hat Sie doch schon vernommen, nehme ich an. Ja, gestern Abend. Sie haben nicht gesagt, was Sie wussten. Das muss einen Grund haben. Welchen? Ja, ich weiß. Sie fühlen sich wie in einer Falle. Sie klopfen die Wände Ihres Gefängnisses ab, nach schwachen Stellen. Mit seinen Bauernschränken hat er nicht viel verdient. Was? Nein, das hat er nicht. Arbeiten Sie? Ja, ich bin Sekretärin. In einer Kartonagenfabrik. Keine gute Stellung, was? Keine besonders gute. Ich kann Ihnen eine bessere Stellung besorgen. Können Sie? Eine weitaus bessere. Stellung? Sagen wir, ich würde eine Form finden, die es Ihnen erlaubt, besser zu leben als bisher. Bedeutend besser. Sie wollen bezahlen, ich verstehe. Ja, ich will bezahlen. Ich will gut bezahlen. Ich will viel bezahlen. Ich meine, Sie wollen noch Geld. Es gibt auch keine andere Erklärung dafür, dass Sie der Polizei gegenüber geschwiegen haben. Sagen wir so, eine andere können Sie sich nicht vorstellen. Gibt es eine andere? Wenn Sie den Bericht, den ich geschrieben habe, gefunden hätten, was hätten Sie getan? Haben Sie Ihre Pistole bei sich? Oder hätten Sie es lautlos getan? Den amerikanischen Posten haben Sie erwürgt, weil er nicht schreien durfte. Für alles, was Sie tun, haben Sie doch eine Rechtfertigung. Die Zwangslage, in der Sie sich gerade befinden, das hat Ihnen doch immer gereicht. Vielleicht habe ich gar keinen Bericht geschrieben. Vielleicht existiert er gar nicht. Was geht jetzt in Ihnen vor? Das möchte ich gerne wissen. Ich habe wirklich keinen Bericht geschrieben. Keinen, den man nachher finden würde. Wollen Sie jetzt doch mich umbringen?
Eine Zwangslage. Und kein Risiko. Der Gedanke reizt sie, ich sehe es. Er muss sie reizen. So gut kenne ich Goldinger. Den Goldinger, den mein Mann mir beschrieben hat. Guten Tag, Frau Hofer. Kommen Sie herein. Danke. Das ist ein Herr von der Kriminalpolizei. Direktor Paddenberg. Paddenberg. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen hier so ins Haus falle. Ich bin dabei, mich beruflich zu verändern. Ah, ja. Herr Paddenberg hat mir eine Stellung angeboten. Nein. Ihr Angebot gilt noch. Ja, ja, natürlich. Sie haben nicht viel Zeit, nehme ich an. Nein, ich müsste eigentlich schon längst. Ich rufe Sie an. Es würde mich freuen. Auf Wiedersehen, Herr Paddenberg. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie suchen eine neue Stelle, ja? Ja, ich bin mit der, die ich habe, nicht zufrieden, nie zufrieden gewesen. Bitte. Danke. Gibt es etwas Neues? Nun ja, ich, nein, danke. Ich habe mit dem Kollegen Ihres Mannes gesprochen, erlauben Sie. Ach, mit Ehring? Ja. Na und, danke. Ja, er sagte, dass Sie sich von Ihrem Mann scheiden lassen wollten. Und dass Sie genau darüber gestern Mittag miteinander reden wollten. Ach, das hat mein Mann ihm erzählt. Ja, ist das nicht richtig? Wollten Sie sich scheiden lassen? Ja. Der Kollege Ihres Mannes hat auch gesagt, dass Sie, Moment mal, sagte er richtig, er sagte, vorwärts kommen wollten. Sie wünschten sich von Ihrem Mann mehr Ehrgeiz, Tatkraft oder sowas. Ja, das habe ich mir gewünscht. Er hatte keinen Ehrgeiz, nicht den geringsten. Er war kein Realist, er sah die Welt nicht, wie sie wirklich ist. Er akzeptierte nicht, dass man Gewalt anwenden muss, dass man ein Ziel vor Augen haben muss, dass man darauf zugehen muss, ohne Rücksicht zu nehmen, weil es ohne Gewalt kein Vorwärtskommen gibt. Frau Hofer, gibt es einen anderen Mann? Einen anderen Mann? Ja. Ach so, ich verstehe. Nein, es gibt keinen anderen Mann. Und der Mann, der soeben hier war? Paddenberg? Ja. Ich habe Ihnen doch gesagt, der Mann hat mir eben eine Stellung angeboten. Eine sehr gute Stellung. Ich könnte da tatsächlich mein Glück machen. Na, dann geben Sie mir doch mal seine Adresse. Sie steht in jedem Telefonbuch. Oswald Paddenberg, Werkzeugmaschine. Ja, es muss schon eine sehr gute Stellung sein, nicht? Ich meine, wenn der Chef sich persönlich hier bemüht. Ja, ich gebe zu. Es ist ungewöhnlich. Entschuldigen Sie. Doch gebeten. Gestern erst habe ich dich gebeten, den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Warum trägst du nicht schwarz? Ist dein Mann nicht gestorben? Ist dein Mann nicht tot? Sie trägt nicht schwarz. Sehen Sie, dass sie nicht schwarz trägt. Das bedeutet dir nichts, dass ihr Mann tot ist. Sollte Ihnen das nicht zu denken geben? Was willst du, Mama? Warum bist du gekommen? Sie hat meinen Sohn nicht geliebt. Nie, niemals, nicht, nicht einen Augenblick. Diese Ehe war ein einziges Unglück. Und ich sage Ihnen etwas. Diese Frau hat den Teufel im Leib. Den Teufel! Wollen Sie noch etwas von mir? Nein, im Moment nicht. Diese Frau ist nicht mehr ganz bei Verstand. Es irritiert sie doch nicht, was sie sagt. Aber natürlich nicht. Wo werde ich denn? Ja, Moment, 7,65 Beretta oder tschechische Pistole, Modell 27. Ja, wie immer, so schnell wie möglich, gell? Danke, Herr Krelert. Du, die haben 9 verschiedene Reifenspuren gefunden. Ja. Die genaue Auswertung kriegen wir morgen.
Herr Krelert untersucht gerade die Patronenhülse. Er meint, es könnte eine 7,65er Beretta oder eine tschechische Pistole Modell 27 sein. Aber das genaue Ergebnis... Kriegen wir in 14 Tagen, ja. Ja. Was ist mit Pattenberg? Wo er bestraft ist er nicht. Das stimmt eigentlich alles. Er hat diese Werkzeugmaschinenfabrik und noch drei andere Firmen, eine Menge Beteiligung, Banken und so. Also wirklich, in der Industrie ist er eine ganz große Nummer. Gut, gut, ist gut. Ganz große Nummer. Und die ganz große Nummer steigt in einem Mietshaus drei Etagen hoch, um sich eine Sekretärin anzusehen? Außerdem hat er eine Sekretärin. Und nicht nur eine. Ich habe da angerufen. Dann habe ich ihr gesagt, dass gestern Mittag gegen eins irgendjemand meinen Wagen beim Einparken beschädigt hat. Ein Zeuge hat das Ganze gesehen, mir die Nummer gegeben. MOP1. Oder was? Das war in Pattenberg der Erste. Ja, Nummer für Chirurgen. Nicht schlecht, Harald. Mhm. Nicht schlecht. Ich habe dann gesagt, ich habe bei der Zulassung angerufen. Der Wagen gehört Herrn Oswald Pattenberg. Und was hast du gesagt? Es müsste ein Irrtum sein. Herr Pattenberg wäre gestern Mittag beim Empfang des Industrieverbands in vier Jahreszeiten gewesen. Und? Stimmt. War da. Mhm. Waren eine Menge Leute bei dem Empfang? 50, 60. 50, 60? Da fällt es ja gar nicht auf, wenn einer mal für eine Zeit verschwindet. Ja, klar. Das ist morgen das Erste, was ich überprüfen muss. Irene Hofer, Pattenberg. Pattenberg, Irene Hofer. Was haben die miteinander zu tun? Ich glaube, dass wir die Frage sehr schnell beantworten müssen. Ruf sie mal an. Weißt du, ich habe sie gefragt, wer ist dieser Herr Pattenberg? Sie sagte, sie haben doch gehört, er bietet mir eine Stellung an, eine sehr gute Stellung, da kann ich mein Glück machen. Begreifst du, mit welcher Sicherheit, mit welcher Gelassenheit sie gelogen hat? Sie musste doch wissen, dass das nachprüfbar ist. Aber es war ihr gleichgültig. Meldet sie sich nicht? Nee. Eine Dame, die sich nicht abweisen lassen will. Wo ist sie? Ich habe sie natürlich nicht hereingelassen. Warum nicht? Warum hat sie nicht hereingelassen? Ich dachte, weil wir... Entschuldigen Sie, dass man Sie ja draußen stehen lassen. Bitte kommen Sie herein. Legen Sie mal ab. Ich mache das schon. Haben Sie nicht Gäste? Aber das spielt doch gar keine Rolle, überhaupt keine. Ich habe Sie heute Nachmittag ununterbrochen versucht anzurufen. Ich habe den Hörer nicht abgehoben. Ja, den Hörer nicht abgehoben? Ich habe mir gedacht, dass Sie es sind. Sie wollten wissen, weshalb die Polizei bei mir war. Und welchen Eindruck Sie auf den Kriminalbeamten gemacht haben. Natürlich. Sie sagten, das ist Direktor Pattenberg. Er bietet mir eine Stellung an. Haben Sie sie mir nicht angeboten? Tja! Aber Sie durften das nicht sagen. Durfte ich nicht? Nein, nicht in diesem Moment. Das war doch absolut unglaubwürdig. Danach wird er doch gefragt haben. Ja, das hat er. Ja, und haben Sie eine glaubwürdige Erklärung gegeben? Ich weiß nicht, ob sie glaubwürdig war. Wollen wir hier darüber sprechen? Nein, nein, wir haben Gäste heute Abend. Und die dürfen mich nicht sehen. Wollen Sie in der Küche mit mir darüber sprechen? Ich habe natürlich einen gewissen Eindruck von Ihnen, aber der ist unvollständig, ohne dass hier das Haus, selbst die Gäste, die Sie heute Abend eingeladen haben. Ich konnte die Einladung nicht ohne Grund absagen. Konnten Sie nicht? Nein, konnte ich nicht. Oswald? Ja, was ist? Du siehst doch, dass ich hier eine Unterredung habe, geschäftlich. Willst du mir die Dame nicht vorstellen? Ja, natürlich, das ist Frau Hofer, meine Frau. Guten Abend.
Guten Abend. Ich bedauere, dass ich Ihren Mann seinen Gästen entziehe. Das macht doch nichts. Das ist doch ganz unwichtig. Wollen Sie was trinken? Bitte holen uns was. Sekt oder... Ich werde ihn hereinbringen lassen. Wie lange wird denn das hier dauern? Deine Gäste werden... Bitte, ja. Entschuldige, Oswald. Ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung finden werden. Meine Verhältnisse erlauben mir, großzügig zu sein. Großzügig? Das Wort ist nicht ganz richtig, ist nicht angebracht, aber wie soll ich es ausdrücken? In Zahlen. Das meine ich ja, das ist genau das, was ich meine. Und worauf Sie sich auch verstehen. Ja, natürlich. Sie haben das Wort Zahlen gesagt. 100.000. Ja? Sie mögen doch. Ich meine, Sie nicht. Wir werden uns sicher einigen. Sagen Sie, was haben Sie eigentlich befürchtet, als Sie Robert wieder sahen, als er plötzlich vor Ihnen stand? Sie haben ihn doch gekannt, dass Sie damals im Lager Ihre Freiheit mit einem Mord erkämpft haben. Das hätte er doch niemals und niemandem erzählt. Er hat es beispielsweise Ihnen erzählt. Eine Sache, die so lange zurückliegt? Ist das nicht überhaupt verjährt? Verjährt oder nicht? Der Fall, wenn er bekannt wird, der bricht mir das Genick. Als Robert mich erkannte von diesem Augenblick an, da stand für mich alles auf dem Spiel. Privat, geschäftlich, alles. Ich zahle Ihnen eine 500.000. Ich frage mich, wie Sie Robert so missverstehen konnten. Ein Mann, der Blumen auf Bauernschränke malt und damit zufrieden ist. Eine 500.000, haben Sie gesagt? Ja. Eine 500.000. Ja, wollen Sie mehr haben? Wissen Sie, ich werde es mir überlegen. Was? Warum wollen Sie überlegen? Schließen Sie Ihre Verträge immer gleich ab. Sie überlegen doch auch, wo die Vorteile liegen, wo die Nachteile, die man gegeneinander abwägen muss. Ja, wann höre ich von Ihnen? Wann haben Sie Vorteile und Nachteile gegeneinander abgewogen? Ich sage Ihnen Bescheid. Wann? Wann? Sagen Sie mir Bescheid. Warten Sie es ab. Bemühen Sie sich nicht. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Frau Hofer? Was wollen Sie? Wie kommen Sie hierher? Na ja, wir haben heute Abend bei Ihnen angerufen. Sie haben sich nicht gemeldet. Da kam ich auf den Gedanken, dass Sie vielleicht hier sein könnten. Was wird denn hier gefeiert? Ihre Anstellung? Haben Sie sie bekommen? Ist es gleich gefeiert worden? Ja. Wir haben Sekt getrunken. Aber noch lange nicht genug. Das ist doch fein. Ich weiß in der Nähe ein Lokal. Kommen Sie, steigen Sie ein. Bitte.
Sie werden sich gewundert haben. Ein Mann wird getötet, die Welt erwartet eine weinende Frau und die Frau weint nicht. Hat das nicht Ihre Fantasie in Gang gesetzt? Warum trägst du nicht schwarz? Warum weinst du nicht? Bitte. Angelo. Dabei gibt es keinen Augenblick, in dem ich nicht an meinen Mann gedacht habe. Sie haben ja von meiner Schwiegermutter gehört, was für eine schreckliche Ehe wir geführt haben. Aber das stimmt nicht. Ich habe meinen Mann gequält dabei. Ich habe ihn nicht unglücklich gemacht. Er war kein Mann, den man unglücklich machen konnte. Man konnte ihn traurig machen, aber niemals unglücklich. Danke. Er war unangreifbar. Das war es ja, was mich so wahnsinnig gemacht hat. Dass ich nicht herausholen konnte, was der Arte ja hatte. Was soll man von einem Mann halten, dessen höchstes Glück es ist, in einem Kaufhaus auf dem Boden zu sitzen, Schränke zu bemalen? Er war glücklich dabei. Er verstand gar nicht, was ich wollte, wenn ich ihm sagte, willst du nicht irgendetwas anderes machen? Ein Mensch muss doch vorwärts kommen, einen Weg haben, ein Ziel, das erreicht werden muss. Er hat mich nie verstanden. Er sagte, wir leben doch. Wir leben doch. Alles, was Sie mir da über Ihren Mann gesagt haben, Frau Hofer, es klingt sehr sympathisch. Alle Schwachen sind sympathisch. Alle mochten ihn und machten mit ihm, was sie wollten. Ich bin, um Ihren Mann beurteilen zu können, natürlich auf das angewiesen, was ich über ihn höre. Aber was ich höre, das gefällt mir. Tut es das? Ja. Alles, was Sie über ihn sagen, das macht ihn sehr menschlich. Menschlich? Was verstehen Sie darunter? Nun, zum Beispiel keine Aggression. Aggression gehört zum Leben. Das hat sogar er gewusst. Ich werde Ihnen einmal etwas sagen. Mein Mann hat einen Freund. Einen gewissen Goldinger, der alles das hatte, der die Aggression im kleinen Finger hatte, der immer wusste, was er wollte, der nie sein Ziel aus den Augen verlor. Diesen Mann hat er bewundert, glühend bewundert, immer wieder von ihm gesprochen, obwohl die Bekanntschaft schon lange zurückliegt. Er konnte ihn einfach nicht vergessen. So groß war der Eindruck, den dieser Mann auf ihn gemacht hatte und auch auf mich machte. Bloß durch die Erzählung meines Mannes fing ich an, diesen Goldinger ebenfalls zu bewundern. Goldinger, Alfons Goldinger. Was glauben Sie, wie oft mir dieser Name im Kopf herumgespuckt ist? Wenn mein Mann über irgendwelchen Blumenmustern in Entzücken ausbrach. Alles, was Sie da erzählen, ich fange an, Ihren Mann zu bewundern. Aber sprechen wir mal über Herrn Pannenberg. Was ist mit diesem Mann? Nein, heute nicht. Heute sage ich nichts mehr. Ich will nach Hause.
sollte, Sie können mich jederzeit anrufen. Nein, lassen Sie mir Zeit bis morgen. Ich will Sie nicht quälen. Also sagen wir morgen früh bei Ihnen gegen 10, ja? Ja, gut. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Gute Nacht. Gute Nacht, Frau Hofer. Einen letzten Vorschlag machen. Entschuldigen Sie, aber ich habe Pattenbergs Wagen in einer Seitenstraße stehen sehen und Kommen Sie herein. Dieser weinende Mensch da hat mir soeben 1 Million angeboten. Er ist der Mörder meines Mannes. Es ist Goldinger.